Hallo und herzlich willkommen zu dem Settings-Update. BSG hat einige Änderungen vorgenommen im 12.10 und unter anderem wurden die dunklen Shader hinzugefügt. Dunkle Shader, jetzt ist das ganze Spiel etwas dunkler geworden. Das heißt, wir passen unsere NVIDIA-Einstellungen an, PostFX und so weiter und so fort. Kurz Überblick über die Settings und dann gucken wir in die Farbeinstellungen. Let's go! In den Game-Settings hat sich nicht viel verändert, aber ich möchte immer darauf hinweisen, unten der Punkt Use only the physical cores zu benutzen, wenn ihr einen älteren Prozessor habt. Macht eine Offline-Runde, schaltet die FPS ein und schaut euch den Unterschied an. Manchen bringt's was, bei manchen eben nicht, aber das muss getestet werden. Und auch hier nochmal der Hinweis, FOV von 59 entspricht FOV von 90 bei anderen Spielen. Deswegen die 59 nach wie vor. Graphics Settings, hier hat sich einiges getan. Was gleich geblieben ist, sind die V-Sync Settings. Wir schalten mal die FPS ein mit ÖFPS Leerzeichen 1. Und ihr seht, dass durch das Häkchen V-Sync an die FPS nicht mehr gecapped sind. In euren Videoeinstellungen muss dafür V-Sync ausgeschaltet sein. Nur mit dieser Combo könnt ihr die FPS insgesamt uncappen. Was bei mir auch noch einen riesigen Unterschied macht, ist Fullscreen und Borderless. Borderless zieht zu viel FPS, deswegen spiele ich wieder auf Fullscreen. Unten dazu gekommen sind High-Quality-Color und MIP-Streaming. High-Quality-Color bringt nichts, lasst es aus. MIP-Streaming dagegen kann durchaus was bewirken. Das Problem ist, dass ihr für MIP-Streaming das Spiel neu starten müsst. Also geht an eine Stelle, die reproduzierbar ist, mit MIP-Streaming und ohne MIP-Streaming und vergleicht die FPS. Wenn ihr eine deutliche Veränderung bemerkt, dann stellt hier um. Bei mir ist MIP-Streaming leider vom Nachteil, deswegen muss ich es auslassen. PostFX-Settings und NVIDIA-Einstellungen, was ist hier los? Wir haben PostFX tatsächlich wieder eingeschaltet. Es gibt momentan keine Option PostFX an oder aus, sondern es gibt nur noch eine einzige Einstellung. Und zwar eine Kombination von unseren NVIDIA-Filtern mit den PostFX-Settings. Alles, was Helligkeit, Kontrast und Farbe angeht, machen wir bei NVIDIA. Was übrig bleibt und meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ist folgendes. Clarity 81. Clarity bringt eine sehr schöne Art von Kontrast in das Spiel, erhält bestimmte Bereiche, macht das Spiel, wie der Name selber sagt, klarer. Wir haben den Wert schon relativ weit hochgerissen, höher als 80 würde ich ihn aber nicht nehmen. Der zweite und dritte Wert sind Luma-Sharpen und Adaptive-Sharpen. Wegen dem Stream muss ich aufpassen, dass diese Werte nicht zu hoch sind. Die sind eingestellt auf 10,3, damit wir gerade noch so von der Schärfe profitieren, ohne im Stream ein schlechtes Bild zu bekommen. Jetzt die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast und Gamma. Die wichtigste Änderung unten ist Gamma 1,19 auf 1,25. Die Werte, die wir in dieser Kombination einstellen können, sind 1,25 bis 1,31. Da das Spiel durch einen erhöhten Gamma-Wert sehr blass wird, erhöhen wir den Kontrast von 50 auf 60%. Das macht insgesamt ein sehr schönes Bild und gibt gleichzeitig Kontrast, um Gegner gut zu erkennen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, dass wir hier runtergegangen sind von 65 auf 60. Auch das ist eine Folge davon, dass EFT insgesamt etwas dunkler geworden ist. Die Helligkeit ist nach wie vor um 5 Prozentpunkte erhöht, um das Spiel insgesamt von Helligkeit nochmal schön abzurunden. Was die digitale Farbanpassung angeht, das ist sicher Geschmackssache. Wir haben den Wert jetzt auf 90, was meiner Meinung nach sehr, sehr schöne Farben gibt. Ich kann durchaus verstehen, wenn dieser Wert dem einen oder anderen zu hoch ist und er auf 80 runtergeht. Wer denkt aber, dass viele Leute diesen Wert auf 95 bis 100 haben, also probiert hier etwas aus. Einige Beispiele, wie das Ganze aussieht. Let's go. Interchange, alles aus. Interchange, PostFX an. Interchange NVIDIA an. Customs DOMs alles aus. Customs DOMs PostFX an. Customs DOMs NVIDIA an. Customs rote Halle alles aus. Customs rote Halle PostFX an. Einmal die Demonstration, wenn wir den Brightness-Wert höher setzen. Seht ihr, wie jetzt schon der Himmel komplett übersteuert, was Ganze zur weißen Fläche wird. Das ist viel krasser, wenn die Sonne scheint. Und Customs rote Halle NVIDIA an. Schön zu sehen, wie das ganze Bild heller wird, aber trotzdem auch die Strukturen in den Wolken hier oben deutlich zu sehen sind. Kommen wir zum Schluss noch zu den Soundeinstellungen und den Kontrollen. Ich habe für ein angenehmeres Spielerlebnis das Interface-Volume erhöht auf 50. Das ist die Lautstärke, die wir selber machen, wenn wir looten, nachladen, klippen und so weiter. Ich finde, durch das erhöhte Interface-Volume auf 50 haben wir wieder mehr Immersion im Spiel, besseres Spielgefühl. Wir hören, wann eine Patrone wirklich in das Magazin reingeklippt wurde. Und angeblich hört man auch Gegner besser damit looten. Also da gerne mal Feedback in den Kommentaren, ob ihr da was gehört habt. Gerüchteküche brodelt, dass man tatsächlich Gegner besser looten hören könnte, wenn man Interface-Volume auf 100 hat. Deswegen empfehlen einige, das auf 100 zu setzen. Können wir nochmal diskutieren drüber. Hideout Volume 20 bleibt da unten, weil gar keine Frage, Hideout ist so laut. Also Hideout auf 20 und der binaurale Sound muss an, gar keine Frage. Bei den Kontrollen haben wir auch ein, zwei Sachen geändert.
Nach wie vor habe ich so eingestellt, dass man einmal O drücken muss, um sowohl die Zeit als auch die Exit zu sehen. Dazu ist O einmal auf Press eingestellt und O einmal auf Release. Die Scope-Vergrößerung haben wir nach wie vor auf Maus 4 als Zusatzbutton. Und was jetzt neu ist, ist hier Maus 3, Toggle Tackle Device. Das heißt, damit können wir die Taschenlampe ein- und ausschalten, Laser ausschalten. Dadurch, dass ich jetzt viel mehr mit Laser und Lampe arbeite, musste das direkt auf die Maus. Deswegen Maus 3, das ist sozusagen der untere Daumen, der hier das Licht an- und ausschaltet. Dafür musste leider mein Discard-Button weichen. Deswegen haben wir jetzt anstatt Discard auf dem Maus-Button 3, Discard auf T gelegt. Ich muss jetzt also mit dem Mauszeiger über das Item gehen, dann T drücken und dann wird das Item schnell discardet. Ein bisschen umständlicher, aber worse für den Einsatz der Taschenlampe. Außerdem hinzugefügt habe ich, dass Luftanhalten direkt mit der rechten Maustaste mit eingesetzt wird. Das heißt, sobald ich in Aim gehe, hält der PMC auch die Luft an. Achtung hier, wenn man seine Scope-Vergrößerung verändert, wird die Luft nicht mehr angehalten. Man muss also erneut auf linke Alt-Taste drücken, um die Luft erneut anzuhalten. Auch hier muss man aufpassen, wenn man längere Zeit im Scope bleibt, dass auch wenn man nur up-aimt, die Luft angehalten wird. Und wenn man das vergisst, man ganz schnell außer Puste kommen kann. Maus-Sensitivity haben wir bei 0,45 und 0,46 bei einer Maus-DPI von 400. Das entspricht ungefähr einer Mausbewegung von 48 cm für 360 Grad. Low-Sensitivity macht mega Spaß. Probiert das mal aus. Denkt daran, dass diese Einstellungen für einen neutralen Monitor gelten. Das heißt, ich habe versucht, den Monitor möglichst auf neutral zu stellen, damit diese Anwendungen universell sind. Ihr müsst natürlich gucken, je nachdem, wie euer Monitor eingestellt ist, ob die Werte höher oder weiter runter gehen. Nehmt es mehr so als Inspiration dafür, was ihr verändern könnt, in welche Richtung es gehen kann und findet eure eigenen Einstellungen und das Ganze sozusagen als Richtlinie. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, haut es gerne jederzeit raus. Wir sind fast jeden Tag live auf Twitch. Ansonsten viel Spaß noch euch. Bleibt gesund, bleibt sauber und ich gucke mir jetzt Interchange an, dass es nicht ganz so dunkel ist. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.